verprügelt mit Punchlines. Verprügelt mit einer verprügelt mit Punchlines. Hey und herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines. Wie immer mit mir, meine Seite, Ivan Thieme, Jonas the John Imam, der ist noch unterwegs, der war arbeiten in der Schweiz. Ja. Deswegen beerdet uns heute nicht, wir machen eine kleine Zweierfolge. Mhm. Was mich nicht davon abhalten wird, Promo für sein Solo zu machen. Am 18.05. spielt Jonas sein Solo uncool im Meringhof-Theater. Ivan Thieme ist auch auf Tour mit Fühle ich. Und ich bin auf Tour mit Immer zu viel. Uns könnt ihr in mehreren Städten sehen. Ja. Aber da müsst ihr auf irgendwie so ein Linktree oder ein Wonderlink. Oder ihr googelt es mal. Ja. Ihr geht zur Ticket-Vorverkaufsstelle. Ey, oder macht das. Und dann nochmal so König der Löwen mitschnappen, wenn ihr schon da seid. Ey, ich war noch nie bei sowas. Doch, ein Ticket. Ich hab das schon mal gemacht. Ja? Okay, sehr gut. Aber weil ich so Tickets fürs Theater wollte. Und da war ich so, was läuft denn da? Mhm. Weil ich dann irgendwie meine Ex-Freundin mal im Theater über, weil die ist gern ins Theater gegangen. Und ich finde das Theater ja immer scheiße. Aber würdest du sagen, daran ist es gescheitert? Ey, wenn es das nur gewesen wäre, dann hätte jetzt ich einfach so full-blown Party. Dann hätte ich wirklich weniger in Therapie sein müssen. Ja. Ivan, mir ist vorgestern eine Sache passiert, in der Nacht nämlich. Mhm. Ich habe etwas geträumt. Mhm. Und zwar hatte ich einen ganz, ganz spannenden Traum. Ich glaube, erstmal muss ich vorneweg sagen, wir hatten es schon mal. Ich glaube nicht an Traumdeut. Gar nicht. Wirklich nicht? Null. Aber es ist auch die Weltensprache. Ich wusste, dass du nicht. Das ist doch, da versucht das Universum dir doch was zu sagen. Das ist doch, dass dein Unterbewusstsein weiß, fühlt wahrscheinlich Sachen, die du vielleicht in deinem Kortex, in deinem Frontallappen noch nicht angekommen sind. Das sind so Urmächte in dir. Ja. Ich glaube schon daran, muss okay. ich sagen. Okay, ich wusste, dass du das sagen wirst. Und ich möchte dir deswegen sagen, was ich geträumt habe. Okay. Weil das jetzt nämlich auch gleich beeinflussen wird, was wir beide miteinander machen werden. Okay. Ich habe nämlich geträumt, dass ich zwei Rubbellose habe. Und zwar ganz spezifisch zwei Rubbellose für jeweils 5 Euro. Ja. Und das erste war eine Niete ja. und das zweite war der Jackpot. Und ich hab das so abgegeben ja. und eine Frau hat einfach nicht aufgehört, mir 100-Euro-Scheine hinzulegen. Wow. Das war der Traum, es hat nicht aufgehört. Und dann war sie irgendwann mit den 100, dann hat sie 50er nachgelegt und dann 20er und ich hatte wirklich so einen Haufen Geld. Wie viel Geld hatte sie in die Kasse? Das ist ja das Beeindruckende. Das ist das Lustige, dass man daran ja nicht denkt. Ja. Aber Ivan, ich kann dir sagen, ich war in diesem Traum ja. so glücklich. Ja. Ich war so glücklich. Ja. Und dann bin ich aufgewacht und ich war gar nicht mehr glücklich, weil ich ja sofort wusste, die Fallhöhe ist ja weg, ja. Das Glück ist ja weg. Aber ja. Ivan, ich habe auch gedacht, Falk, du bist ja Anti-Traumdeutung. Du hast ja, ja nie dran geglaubt. Du hast ja nie dran geglaubt, Falk. Ich freue mich so sehr, was gleich kommt. Es könnte hier die könnte hier die krasseste Podcast-Episode der Welt werden. Ja. Wenn das gleich klappt. So, Freunde, hier sind zwei Rubbellose für 5 Euro. Ja. Vom ersten wissen wir ja schon, dass es eine Niete wird. Naja, wir wissen ja nicht, wer der Erste ist von den beiden. Nein, im Traum war es das Erste. Das heißt, egal was ich nehme, es muss das Erste sein. Und Ivan, weil ich kein Unmensch bin und ich weiß, dass du ein Glücksspielproblem hast, habe ich dir noch ein 1-Euro-Glücksfrüchtchen losgeholt. Ah, ich dachte, wir machen jeder eins aus, aber du willst ja wirklich den Traum nachleben. Ich muss den Traum nachleben, sonst geht der Traum kaputt. Aber ich glaube nämlich... Fass nicht meine Lose. Okay. Na gut, aber danke, dass du an mich gedacht hast. Möchtest du anfangen mit den Glücksfrüchtchen? Ja, also was... Wir müssen eine Sache vorher klären. Ey, wie sauer wäre... Das ist ganz wichtig. Ist ja schon meins. Nein. Wirklich nicht. Nicht mal so 10%. Oder wir können eine Höhe festsetzen, ab der ich 10% kriege. Was ist der Hauptgewinn? 10.000. Okay, komm. Wenn du wirklich die 10.000 jetzt knackst, ja. was kriege ich dann? Biet mir was an. Na, alles gut. unter 10.000 nehme ich nicht. Das wie? Gehört dir. Okay, alles unter 10. 10.000 ist ja der Hauptgewinn. Genau, wenn du den kriegst, hätte ich gerne einen Cut, aber ja. nehmen wir an, du gewinnst 2.000. Fass ich nicht an. Okay. Ist deins. Ja, also wenn ich 10.000 gewinnen sollte, dann kriegst du 2.000. Super, bitte. Sehr gut. Ist ein Deal. Ist das ein angenehmer Deal? Ist es ein fair? Ich will ja für dich ein schlechter, deswegen nehme ich ihn. Okay. Bitte. Ja, dann mache ich das. Ich meine, im mal. Besten Fall kriegst du einen Euro. Ich glaube, ich habe noch nie mehr als den Wert. Wie geht denn dein Spiel überhaupt? Ich weiß nämlich gar nicht, wie meins geht. Also. Man muss sich jetzt mal angucken, was die Regeln sind. Manchmal steht es auch vorne drauf. Ab 18 ist es schon mal. Ja, das ist immer so. Das Glücksspiel kann süchtig machen. Ja, steht hier. Ist auch immer so. Hier steht eine Hotline, wo ich anrufen kann. Wenn du süchtig bist oder einfach so? Einfach so. Lospreis 1 Euro. Aber guck mal. Hinweise für die Spielteilnahme. Ich will gucken, ob da vorne die Regeln draufstehen. Bei mir stehen die vorne drauf. Achso, drei gleiche, ja. dreimal der gleiche Betrag ist gleich ein Gewinn. Okay, das heißt, du hast dreimal die gleiche Zahl. Okay. Ich muss dreimal die gleiche Zahl raussuchen. Oh Gott, meinst du, das ist richtig kompliziert. Das ist richtig mit Fließtext.
10 so. Euro mal auf der 1. Komm, Ivi, Alter, hol dir jetzt mal die Moneten. Hol dir mal die Moneten jetzt hier raus, Ivan. Wir sind ja alle auf deiner Seite. Wir wollen nur, dass es dir gut geht. Okay. Oh, die Begeisterung nee, ist anders. Sieht nicht gut aus, ne? Sieht nicht gut aus. Nee, ich habe einmal 1000, einmal ja. 10. Also, ich habe nicht mal 1 Euro gewonnen. Das tut mir leid. Täuscht mich schon, ehrlich gesagt. Ich wusste, dass dich sofort traurig hinterlässt. Muss ich schon sagen. Also, das. Zeig mal. Das ist ja wirklich einfach. Ich mach nochmal querlesen. Nee, doch, du hast 3 mal 1 Euro. Du hast 1 Euro gewonnen. Wo habe ich 3 mal? Ach so, ja, gut. Also bin ich bei 0 wieder. Naja, ich habe es gekauft, du hast 1 Euro. Also ich kann jetzt wirklich einen Lottoladen und mir dabei einen Riegel kaufen. Du kriegst 1 Euro dann dazu. Du könntest dir dann einen Ballisto kaufen, wenn du selber noch 20 Cent dazu zahlst. Ja, das mache ich jetzt. Guck mal, das hast du doch gewonnen. Dankeschön. Das ist doch nicht schlecht. Gerne. Dankeschön. Okay. So, bei mir müssen wir ein bisschen, ich gebe dir mal eins nur, um in die Regeln zu lesen. Ah, das merkst du, das ist hier auch mit dem Glitzer und so. Ja, das ist teuer. Ey, was glaubst du, was das teuerste Los ist, was man kaufen kann? In dem, also in dem Lottoladen. 100. 20 Euro war es. Ah ja. Fand ich auch schon krass. Ja, 20 Euro los. Ja. Richtig doll. Aber das ist schon, glaube ich, das merkt, guck mal, man merkt schon, das ist hier alles ein bisschen. Ne? Ist, also, ja. Unten steht, Gewinne bis zu 100.000 Euro. Wow. Finden Sie eine 7, ist der Betrag daneben Ihr Gewinn. Verstehe ich jetzt schon nicht. Okay, doch. Also wenn du sie, egal, also wenn du sie egal, findest, was, ist egal was ist, dieses deins dann. Okay. Genau. Also. Das Glückssymbol Gold ja. verdoppelt den daneben stehenden Betrag. Bei einem Joker haben Sie alle 10 Beträge gewonnen. Oh ja, okay. Wie? Oder muss ich auch 3-mal dasselbe treffen wie du? Nee, du musst, also 7 ist super. Ah ja. Gold ist super. Ja. Und Joker ist super. Ansonsten, Sicher? Also ja. Ich muss gestehen, ich habe es nicht ganz verstanden. Also Spielregeln. Rubbeln Sie die Spielregeln ja. mit den Goldbarren ja. und Eurozeichen frei. Befindet sich unter einem Goldbarren eine 7, ist der Betrag daneben Ihr Gewinn. Also ja. du brauchst ein 7. So, das ist so. Das Glückssymbol Gold verdoppelt den daneben bestehenden Betrag bei einem Gewinn. Also 7 und Gold ist quasi doppelt von dem, was du hast. Also du suchst nach einer 7. Die goldene 7 suchst du quasi. Das okay, oder ein Joker. Oder der Joker gibt mir alle 10 Beträge. Genau, richtig. Okay, das heißt, am besten für die Dramaturgie ja. müssen wir erst die Gewinne freirubbeln und dann das da vorne. Okay, ja, das stimmt. Oder? Weil jetzt müssen wir ganz kurz, okay, ich geh mal rein. Also, hier haben wir schon mal Betrag 50. Das ist schon mal gut, ein Fuffi. 500. Ja. 20, wollen ja. wir nicht. Ivan, ich habe hier schon mal 100.000. Oh mein Gott. Ich schon mal eine 100.000. Sie ist da. Sie also ist wir da. Haben schon mal... die Welt, also ich sag dir, das Universum... Also das Universum möchte, ich glaube, du hast... Nee, ich habe auch viel Gutes getan letztens. Ja, man wollte sich vorher einsehen, warum man sie verdient. Ja, ja so, du bist ja weniger Uber gefahren. Sogar eine Sache, die gar keinen Sinn macht. Du bist ja... ich war geholfen, ja, ich bin ja oh, wenig. So funny. So, hier sind 10.000, hier haben wir nochmal 10.000. Ja. Hier haben wir 100... Also, das sind schon gute Beträge. 5 und hier unten haben wir nochmal 1.015. So. Also, und jetzt so. Müssen wir vorne frei. Und fangen wir bei der 50. Kriege ich was? Weil ich meine, also ich bin ja auch dein Glücksbringer ein bisschen. Hier steht die Zahl 0, das bringt uns gar nichts. Ja, ne? Leider nicht. Also bei 100.000 gebe ich dir auch 2.000. Okay. Ey, das wird hier... es holt halt ab, es ist krass. Guck mal, jetzt steht ganz kurz, aber ich verstehe das nicht. Was ist eine 6? Vielleicht was brauchst du eine 7. Vielleicht denken so... Also, warte mal. Zahl 6, das verstehe ich nicht. Müssen wir dafür Fernsehen gucken? Also ich bin, also warum ist denn das so? Das ist so eine gute Frage. Müssen wir dafür Fernsehen gucken? Also ich raff's immer noch nicht. Warte mal, ich dachte, ich hätte es irgendwie... Also rubbeln Sie die Spielfelder mit den Goldbahnen Eurozeichen frei. Befindet sich im Goldbahn eine 7, also ist die 6 auch egal oder was? Ja. Die 6 ist halt knapp. Ist der Betrag daneben Ihr Gewinn? Das Glückssymbol verdoppelt den daneben stehenden Betrag. Also richtig verstehe ich das nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich rubbel mal weiter. 20, haben wir eine 4. Jetzt die 100.000. Ivan, jetzt wird es ja interessant. Die 1 bringt uns, glaube ich, gar nichts. Eine 3 bringt uns gar nichts. Eine 2 bringt uns gar nichts. Eine 8 bringt uns gar nichts. Eine 9 bringt uns gar nichts. Eine 5 bringt uns gar nichts. Es ist ja auch der Erste. Also der stimmt, erste, der Erste, der muss ja, der darf ja gar nichts genau, bringen. Genau, genau. Okay, ey, das wäre also so scheiße, wenn ich jetzt was gewonnen hätte. Genau, richtig. Aber ich verstehe es immer noch nicht, aber gut, weiter geht's. Ich lese mir mal das ganz kurz ja, mal. Ja, lese mal durch. Ich rubbel hier schon mal die Gewinne frei, okay? Mhm. So, einmal 100.000.
okay, 20 Mal. So, ich hab hier. Also, Ivan, hier muss jetzt fett rausballern, ne? Ja. Andere Frage: Kann ich die 10 Euro für die Tickets als Arbeitsgeld auslegen, wenn ich die Folge beilege? Ich glaube, sie kriegen von meinem Steuer das eine Steuer zurück. Das ist sehr spannend. So eine Glücksspielsteuer? Ja. Okay, also ich habe jetzt hier, ich habe alles freigemacht. Wir haben wieder zweimal, wir haben einmal die 100.000, wir haben natürlich alles querbeet durch. Wir haben wirklich alles querbeet durch. Also eine 1.000 ist auch dabei. Ja. Okay, ich lege los. Sehr gut. Ich mache von unten nach oben, weil die 100.000 ist interessant. Ja. Also wir haben schon mal 100. Eine 3, bringt uns gar nichts. Was das bedeutet. Ja. 50, eine 2. 10? Sie. Okay. Ich habe schon mal 10 Euro gewonnen. Du hast schon mal 10 Euro gewonnen. Ja, schon mal nicht schlecht. Ja. Okay, ich habe die Investition schon mal drin. Ey. Gar nicht so verkehrt. Ey. Sehr gut. Oh, jetzt will ich aber noch eine 7. Ich hoffe, es war nicht die einzige 7, ihr Hunde. 5. Komm. 2. 1. 6. 9. 4. Und jetzt nochmal die allerletzten 100.000. Null. Okay, aber du hast die 10 Euro raus. Ey, wir sind beide plus minus null geblieben. Ey, das ist... Oder? Also, dein Traum hat ja nicht gesagt, was für ein Gewinn. Der Gewinn ist die Freundschaft. Ey, aber... Ja, nice. Krass, und das machen Leute regelmäßig. Ich nehm's mal an. Ja, weil das funktioniert ja immer noch, ne? Ja. Leute, ist dieser Traum, dieses... Das ist ja eigentlich. Fürs Nichtstun reich werden. Ja. Das ist ja der große Traum. Ist ja fürs Nichtstun reich werden. Ja, es gibt ja immer diese kleinen Dokus über die Leute, die dann Lotto gewinnen und einfach nicht mit dem Geld umgehen können. Was übrigens fast jeder ist. Und dann einfach, richtig einfach so weg. Einfach sich so komplett in Konsum verfallen. Ja. Oder die Ehe geht kaputt. Oder ich habe auch schon mehrfach gelegt, dass ein Auftragsmörder vom Ehepartner geheiert wird, um die Person. Also, es ist richtig insane. Deswegen, also viele Leute geben es ja auch nicht zu, wenn sie, weißt du, was der höchste Lottogewinn überhaupt war? Nee. Ich glaube, es waren 1,4 Milliarden. Wow. Ja. Würdest du, ich würde es auch nicht sagen. Problem ist, ich würde es nicht sagen, aber es würde mir schnell rausrutschen. Ja. Du kennst mich ja. Ich wäre dann schnell so, doch, ich habe gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Ja. Ich sage nicht wie viel. Ah, ich sag genau wie viel. Ich könnte es gar nicht für mich hier verhalten. Hier ist mein Geld. Ja, ich könnte es gar nicht für mich verhalten. Überhaupt nicht. Ja, dann würdest du, glaube ich, so absurde, das Erste, wie es rauskommen würde, du würdest absurde Trinkgelder geben. Ja, das stimmt. Ich würde, glaube ich, wirklich so richtig so... Du würdest einfach so, so für einen Falafel für 56 würdest du 20 Trinkgeld geben. Ja, ja. Würde ich, glaube ich, wirklich machen. Ja. Ich glaube, ich würde mein Portemonnaie nicht mehr mit Scheinen unter 50 Euro belästigen. Ja. Dass selbst mein Portemonnaie sich für was Besseres hält. Ja, nee. Und dann immer nur sagen, stimmt so. Ja. Das wäre der Hauptsatz, den ihr von mir hören würdet. Naja, gut, Freunde. Also der Nervenkitzel war geil. Und wir, ich sag mal, Ivan hat einen Euro gewonnen und ich habe nur einen Euro verloren, weil ich ihm einen gekauft habe. Ja. Von daher eigentlich ein ganz guter Schnitt. Das stimmt. Hol ich gleich mal zwei neue. Wollen wir tauschen? Möchtest du das hier haben und du kriegst das hier zurück? Also ich biete gerade Falk den Euro an, mit dem er die Rubbellose... Ich verstehe gerade nicht, ob ich gewinne oder verliere, weil das ist ja auch ein Euro wert. Ich glaube, du verlierst. Weil du, das du hast ja jetzt einen Euro. Du hast ja viel mehr Mühe, das hier einzutauschen, als ich das hier. Das ist deins, mein Schatz. Dankeschön. So, nächste Woche bringe ich 3-5 Euro Rubbellose mit. Ja. Wir machen das jetzt wie jeder gute Glücksspieler. Wenn man nicht gewonnen hat, mehr reinbuttern. Ja, ja, das stimmt. Oh Gott, Glücksspielregel Nummer 1. Klassische. Immer mehr reinbuttern. Oh, weia, ey. Eieieiei. Sowas macht mich irgendwie auch immer traurig auf eine Art. Was? So diese Enttäuschung auch. Ja. Das ist ein ganz komischer Cocktail irgendwie. Aber man ist ja vorher auch immer ein bisschen angegeilt. Ja. Weil es gibt ja immer die Möglichkeit. Das ist ja das Geile. Ja. Dass man immer die Möglichkeit hat. Was dann auch immer so traurig aussehen, sind Leute am Automaten, muss ich sagen. Ja, das ist immer sad. Das ist immer wirklich sad. Dass, außer die gewinnen. Dann freut man sich. Aber selbst dann wird es sad, weil meist bleiben die sitzen und drücken weiter. Ich wollte mal einen Joke darüber machen. Ich habe doch den Joke über meine Cola-Trinkfamilie. Mhm. Und ich habe eine Tagline, die kriege ich nicht zum Laufen, wo ich immer sagen würde, das einzige Obst, was es bei mir zu Hause gab, das waren so diese Fruchtsymbole auf so einem Gelddrückautomaten. Oh, das ist geil. Aber es gibt keinen, ich habe keinen griffigen Begriff gefunden. Das war Das Bild ist nice, aber ich krieg's nicht griffig. Also griffig, du hast es auch schon gut formuliert. Also man weiß doch sofort, was ist, du kannst sagen, das waren die Orangen bei Novoline oder so. Guck mal, bei Novoline ist es dann schon. Aber sowas hat mir gefehlt. Book of Ra oder Novoline. Ja, genau, vielleicht sowas. Ich glaube, Novoline weiß man. Novoline ist so. Weil ich fand den Gedanken irgendwie so lustiger Jokes, einzige Obst, was es gab, war. So haben deine Eltern entschieden, was zu essen gab. Also eine 7. Okay, wir essen eine 7. geil, ey.
Ich war im Urlaub. Mhm. Ich war in Athen alleine reisen. Bist du schon mal alleine gereist, Falk? Ich glaube, ja. Bin mal alleine wandern gewesen. Ah, ja, wir bin dann nach 3 Tagen mit einem Nierenstein zurückgekommen. Ich habe mir einen Nierenstein erlaufen. Das war verrückt, weil wir, das war so eine Phase, wo du dachtest, quasi wandern ist jetzt das. Ja. Da hast du ja auch so Ausrüstung und so gekauft. Ja. Ne? So ein Messer, was so leuchtet. Ja. Du hast dir ein Skin für ein Messer gekauft. So 600 Euro. Ja. Aber das Lustige ist ja, Skins für so Messer online wahnsinnig teuer. Reale Messer, die so aussehen, wahnsinnig billig. Ja, ne? Die, ja, das ist einfach nur große Schere, ja. Weil es ein Müllmesser sind. Stell dir vor, so ein Chefkopfschneider mit so einem CSGO-Messer. Mit so einer komisch geschwungenen Klinge und ist dann so wup, 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 wup. Oh, das wäre so funny. Es ist literally ein Sketch eigentlich, ne? Das ist eigentlich schon wieder literally ein Sketch. Jetzt, ich schreibe den auf, weil der ist sogar einfach zu machen. Am meisten könntest du den produzieren, weil du bist quasi ein Koch. Ja, und aber es ist so ein lustiger... So ein lustiger Gedanke einfach. Ey, ich schreibe das mal auf, super funny. Oh. Naja, aber wie war denn... Also ich meine, du warst ja... ein bisschen unterwegs. Wie war das denn da für dich? Also, warte ganz kurz, ich schreibe es einmal auf. Also ich persönlich fand es ganz geil. Es macht schon Spaß. Ist halt was anderes, ne? Du hast ja die Möglichkeit, du bist in der Stadt. Ja. Du hast schon gesagt, wo du hinfährst. Athen war ich, genau. War in Athen und das ist ja wirklich eine richtige Stadt. Ich bin ja durch Brandenburg gelaufen. Ja. Das ist ja auch eine andere Experience. Ja. Aber ich mochte es. Ja, das war ein bisschen, also es gibt einige Sachen, die würde ich nochmal so machen, einige nicht. Mhm. Auf jeden Fall, ich würde nicht wieder einen Flug um 6 Uhr morgens buchen. Ivan? Das würde ich nicht machen. Ivan, guck mal, pass auf. Wir haben ja, also, ist ja ein Muster immer, ne? Ja. Also, wir haben das ja oft, dass du unabhängig des Fortbewegungsmittels, sagen wir mal, manchmal, man könnte sagen, manchmal bist du ein Pfennigfuchser. Ja. Andere würde sagen, kleiner Geizkragen. Ja. Und das Problem ist ja, du kriegst es schon immer billiger für die deutlich schlechtere Experience. Du musst irgendwann mal überlegen, welcher Geldbetrag ist mir die Experience wert. Ja. Du betrachtest immer nur den Geldbetrag und es ist nur die Hälfte des Blicks. Das stimmt. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Also auf jeden Fall, um 6 Uhr ging der Flug. Das heißt, du musst ja um 4 musst du da sein. Um 4, das heißt, um 3 fährst du los. Um 4.30 Uhr war ich da. Das war schon relativ knapp sogar. Genau, ich glaube 4.15 Uhr war ich da. Ja, aber ist ja furchtbar. Wann stehst du da auf? Wann bist du aufgestanden? Ja, ich bin dann, das ist halt das Problem, ich habe es nicht geschafft zu schlafen. Exakt. Also ich das passiert ja immer. Es war dann plötzlich 12 Uhr und dann ist man ja auch aufgeregt, man fährt ja in den Urlaub, hat alles gepackt und dann liegt man da im Bett. Ja. Und dann habe ich nochmal so ganz komisch von so 2 bis 3:30 geschlafen. So 1,5 Stunden Schlaf, ganz schlechter Schlaf. Genau. Ganz. Ja, aber dann ist man plötzlich doch wach und dann fährt man zum Flug. Aber man crasht ganz böse auf 1,5 Stunden Schlaf, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Der Schlaf, der Recovery-Schlaf am nächsten Tag war dann sehr, sehr ausgiebig. Ja, das glaube ich. Und ich muss sagen, so komplett, es ist ja neue Sprache, neues Land, nehme ich noch nie wahr. Es ist schon so ein bisschen, ich habe das noch nie gemacht, alleine reisen. Und es ist teilweise auch echt einsam. Glaube ich. Weil man reist, also bis jetzt bin ich immer mit anderen Leuten gereist und dann teilt man ja die Erfahrung zusammen. Aber manchmal ist es auch so, oh, man guckt jetzt einfach so einen schönen Sonnenuntergang an, aber man ist einfach allein. So. Und das ist irgendwie so ein ungemütliches Gefühl, was ich noch nicht kannte. Aber und dann muss man so ein bisschen in diesem Gefühl verharren. Glaube ich nämlich auch. Und dann kommt das so ein bisschen so die Freiheit dann. Ja. Und genau, ich habe mir dann ganz viele Museen angeguckt. Mhm. Ich bin ja so ein Sucker für so Vasen. Du kannst mir da eine Vase hinstellen. Wirklich? Und ich lese mir auch den Text daneben durch. Also ich bin wirklich Vasen da, sind es? Also so einfach Archäologie, so alte Sachen. Ist das fein. Hol mich schon ab, muss ich sagen. Du hast doch das Bild von einem Popo gepostet, habe ich gesehen, von so einer Statue. Holt mich dann schon ab. Nice. Nee, ich war dann, habe mir ganz viele Sachen angeguckt. Athen ist wirklich eine richtig, richtig tolle Stadt. Ja. Und ich habe auch Griechenland allgemein wunderschönes Land. Zu einem guten Zeitpunkt auch erwischt, wo es noch nicht zu warm war, aber nur sondern angenehm. Ja. Oh, und aber das war irgendwie, ich habe mir für jeden Tag so einen Plan gemacht und habe das auch irgendwie ein bisschen durchgezogen. Aber, und zum Glück habe ich dann auch Leute kennengelernt über Eck, die ich gekannt habe. Quasi die Schwester von einer guten Freundin arbeitet in Athen und dann habe ich sie und ihre Freundeskreis kennengelernt. Ansonsten wäre es, glaube ich, ein bisschen vereinsamt. Ich bin dann auch so, gut, dann gehe ich jetzt in eine Bar, was ja absolut nicht mein, also schon Comedy-Shows ist man in Bars, aber ist ja nicht mein Naturell, einfach so in eine Bar zu gehen. Und dann war ich in so einer Bar und dann sitzt man da einfach alleine. Das ist
Strange. Also man muss, wenn man alleine in eine Bar geht, muss man schon was mitnehmen, finde ich. Was muss außer man du willst. Ich bin ein Sucker für, habe ich ja letztens gemacht, als ich im Tattis war, in einer Bar lesen mag ich voll. Mhm. Wenn so ein leichtes bisschen Gewusel, ich höre Gespräche, ist ja ein bisschen Musik und dann was lesen mache ich ganz gerne. Das mag ich. Interessant. Aber ganz allein da sitzen, würde ich auch komisch finden. Da würde ich, glaube ich, so schnell Clash of Clans spielen oder so. Und das ist ja dann richtig traurig aber in Athen, dann so ein Handyspiel zu spielen. Clash of Clans. Richtig sad. Ja, das ist genau, aber ich war so, warte mal, ich kann jetzt nicht in eine Bar gegangen sein in Athen. Ja. Und dann war ich tatsächlich einmal in einer Jazzbar, da wurde live Musik gespielt, das war geil. Ja, nice. Das war geil. Hast du was getrunken dabei auch? Ja, habe ich. Mhm. Hast du getrunken? Ach, einfach nur so die lokalen Biere. Mhm. Aber waren aber sehr lecker. Mhm. Und kein griechischer Wein. Kein, da hat Udo Jürgens schon so einen unglaublichen Banger geschrieben. Schon, ich habe keinen griechischen Wein getrunken. Ist auch kein guter Wein. Deswegen mögen Deutsche ihn. Und es ist auf jeden Fall, Athen hat einen unglaublich coolen Vibe, immer so ein klassischer Satz, aber es ist wirklich toll. Ich glaube, ich habe wirklich nur 5% der Stadt erkunden können, weil es einfach riesig ist. Wie viele Tage warst du? 3? 5 Tage war ich da. Okay, schon länger. Ich habe mir einen Basketballspieler angeguckt und ich muss sagen, da die Basketballkultur ist nochmal eine ganz andere. War also, heiß? War super heiß und also da wird ja jede Mutter von jedem beleidigt. Also da existiert das Z-Wort auch noch. Also, wirklich? Also die sind wirklich, glaube ich, so 10 Jahre. Ja, 100%. Was so Political Correctness angeht? Behind. Das ist wirklich so krass, wenn man es so. Ja. Und irgendwann bist du so, darf ich dich jetzt rufen? Und so. So bist du die ganzen dunklen Instinkte in einem raus. Wirklich, aber irgendwie auch gesund auf eine Art, weil man lässt. Kommt drauf an, wie es danach weitergeht, würde ich immer sagen. Genau, aber irgendwie war ich dann so. Ich finde es auch so spannend, dass du ein anderes Land fährst, du hast keine Verbindung zu den Teams und du bist so, ja, dann hasse ich die jetzt. So funktioniert Sport. Wirklich? Nee, dann hasse ich die jetzt. Wirklich. Aber alle so heftig gastfreundlich, das habe ich auch nicht gedacht. Also ja, alle, das wundert mich alle gar nicht. Sprechen Englisch perfekt. Ja. Du kannst alles überall mit Karte zahlen. Ja. Hier ist es so, da ist Deutschland auch heftig hinterher. Ja, absolut. Der Deutsche liebt Bargeld und Steuerhinterziehung. Ja. Nee, wirklich, das sind ja die beiden Gründe. Das ist ja, also anders kannst du ja nicht erklären. Das stimmt. Wahrscheinlich nach der 2008-Krise kriege ich dann so, wir müssen alles festhalten, was wir hier. Nur Wahres ist Wahres. Genau. Es gibt ja sogar Sprichwörter dazu. Genau. Genau. Wie war die Landesküche, Ivi? Richtig, richtig lecker. Weil griechisches Essen ist ja wirklich, das ist ja, wenn man in Griechenland ist, dann merkt man ja so, ah krass, die essen ja was ganz anderes als wir beim Griechen. Es ist so ein bisschen fast schon so, also es gibt natürlich den Feta-Salat, aber der ist auch nochmal anders, habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, es ist eine Mischung aus Italien und Anatolien, also persische Küche. Ja. Irgendwas dazwischen ist es. Es ist so ein geiler Kuss. Ich liebe Griechisch. Genau. Muss ich sagen, jetzt mal unpopulärer Take für mich, Griechisch, bessere Landesküche als Italien. Ey, interessant, ich hatte auch teilweise die Sachen gegessen und ich war so, das suitet mir viel, viel mehr als Italienisch irgendwie. Also, ach, darfst du ja auch nicht mehr sagen, Ivan. Genau, darfst du ja auch nicht mehr sagen. Du bist ja bei TikTok gebannt, so wie Mario Barth. Es wäre so funny, wenn er dafür gebannt worden wäre. Absolut. Anstatt für die gleiche Scheiße wie immer. Es war, also ich weiß noch nicht, also ich werde auf jeden Fall nochmal hin. Mhm. Wirst du doch mal alleine Urlaub machen? Naja, jetzt kenne ich da Leute, jetzt ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber ich will mir auf jeden Fall die Inseln drumherum noch ein bisschen angucken und dann, weil das, was die am Sommer machen, die fahren selber zu ihren Dörfern auf all diesen Inseln und das will ich unbedingt machen. Mein guter Freund Ole hat, weiß nicht, ob er das Haus noch hat, ich glaube, er hat es noch, ein Haus auf Zakynthos. Kennst du Zakynthos? Mm-mm. Zakynthos ist quasi berühmt, wirklich, wirklich berühmt dafür, weil einfach, also es könnte halt der schönste Ort der Welt sein. Mhm. Also, warte, ich muss einmal das Internet dafür anmachen. Ich war leider nie da. Ich kenne das immer nur so von Bildern und Videos von Ole. Und es ist auch halt so eine kleine Insel in Griechenland. Und es ist einfach lächerlich. Ja. Das ist hier so. Wow. Es sieht aus wie ein Wallpaper. Also wie so ein Hintergrundbild bei so auf Computern. Ja. Einfach. Das ist so unglaublich. Unglaublich. So die blauesten und schönsten Strände, kleine Dörfer, die so entlegen in so Bergen sind, wo man aufs Meer guckt. Es ist albern. Es ist wirklich albern schön. Ja, ja. Ich habe letztens, weil du gerade im Urlaub gesagt hast, mir wieder eine Sache gedacht. Das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Ich weiß nicht, wodurch ich gefahren bin. Ich bin mit dem Zug gefahren aus Frankfurt zurück. Und da fährt man ja so durch diese mitteldeutsche Trostlosigkeit so sehr, sehr lange durch. Und ich habe dann so aus dem Fenster geguckt und ich habe mich wirklich regelmäßig gefragt, wissen die Leute, dass die wegziehen können? Ja, genau. Also es ist eine ernst gemeinte Frage. Glaubst du, dass Leute ab einem gewissen Punkt, weil sie so eingefahren in ihren Routinen sind,
ja, dass die überall auf der Welt sein können als ja, Deutsche? Weil dann sonst kann ich mir das nicht erklären. Also oft ist es ja, also ich glaube, die Leute wissen, dass es das geht, aber ich glaube, das geht einfach logistisch nicht. Warum weil nicht? Naja, die Arbeit bindet dich ja, du bist irgendwo ein... Kannst überall arbeiten. Ja, aber wenn du, wobei du hast recht, wenn man irgendwie Bäcker ist oder so, man kann einfach irgendwo anders eine Bäckerei aufmachen. Ja, aber du machst was ganz anderes. Ja, das stimmt schon. Und, das und ganz kurz, du musst auch nicht nur Bäcker in Ober-, Über-, Unterfurzpallnach sein. Ja. Das kannst du auch in einem schönen Ort machen. Ja. Also, weil ich komme ja auch aus einem sehr hässlichen Ort. Ja. Bei uns waren alle Orte hässlich. Es waren ja, wirklich einfach hässliche Dörfer. Ja, ich kann es auch manchmal oft nicht fassen. Und ich denke mir so, ah ja, es gibt noch eine andere Art zu leben irgendwo. Ja. Und die ist wesentlich irgendwie gesünder als irgendwo auf dem... Nicht wesentlich mir geht es nicht um die Art, wie man ja, lebt. Sondern mir einfach darum, die Möglichkeit... Wie hässlich so, ja, einige Orte sind. Mhm. Weißt du, und es war so Sonnenschein. Ja. Das heißt, ich kriege ja schon... Die Prime-Darstellung des Ortes. Es fällt ja schon die Sonne drauf. Ja. Es regnet ja nicht mal. Ja, das stimmt. Und dann, also, dann hast du daneben so eine Müllverbrennungsanlage. Und dann bist du so, warum, wo? Also ist ja, es eure Müll? Weil dann verstehe ich es. Dann musst ja, du neben der Müllverbrennungsanlage wohnen. Ja. Aber ansonsten kannst du doch über, du kannst in den Norden ziehen, kannst in den Süden ziehen, kannst nach Italien gehen, nach Spanien. Warum? Ja. Also ich, das ist... Jetzt, ich saß wirklich im Zug, weil ich verstehe das naja, nicht. Naja, uns bindet ja schon gewisserweise Berlin wegen Comedy. Also es gibt die Infrastruktur selten woanders. Das stimmt, absolut. Also wir könnten aber auch sagen, ey, wir wagen es mal, wir versuchen es auf Englisch. So, ab geht's nach Großbritannien oder in die USA. Ja. Du könntest sogar sagen, ey, ich lerne Thailändisch. Ich wäre der größte ausländische Comedian in Thailand. Ja. Also möglich ist alles, würde ich da einfach mal sagen. Man fängt dann, ich gebe dir auf jeden Fall recht, man fängt an zu philosophieren und sich selber so zu fragen, also so das so zu hinterfragen ja, einfach. Und das Erste, was ich gedacht habe, als ich in Athen war, aber auch wahrscheinlich einfach, weil ich das einfach so neu ist, ja immer so begeistert davon war, so, ah geil, ich muss hier so eine kleine Wohnung kaufen. Ja. So. Ich weiß gar nicht, also Griechenland an sich ist ja relativ billig, der Immobilienmarkt, aber Athen wahrscheinlich nicht, ne? Athen leider gar nicht, das sind so Berlin-Preise tatsächlich. Das habe ich mir fast schon gedacht. Ja, das ist, so ist immer. Ja, das ist, da war ich auch echt überrascht, das ist so wirklich sehr, sehr... ich glaube, jede europäische Großstadt ist teuer. Aber irgendwo, man muss für sich selber... irgendwie so diese Inseln bauen, wo man woanders ist, glaube ich. Aber warum kann ich da, wo ich bin, woanders sein? Ja. Um dann mal so ganz küchenpsychologisch. Ja. Also weil ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich habe auch so Leute gesehen ja, und ich habe die so richtig angeguckt aus dem Zug und ich habe wirklich so kopfschüttelnd ja, mir das so angeguckt, weil ich habe es wirklich nicht verstanden. Ist es dann oft noch dieses, hey, meine Mutter war hier schon unglücklich, jetzt bin ich ja auch unglücklich? Mhm. Also was ist, also... Ja. Dass man sich dann immer wieder dahingezogen fühlt, verklärt man eine Jugend, die man hatte? Mhm. Ist es Nostalgie? Ist es alles davon? Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Aber ich glaube einfach, die meisten Leute haben auch Folgen nicht den richtigen. Also, die gucken dann Fernsehen, glaube ich. Mhm. Also, ich glaube, das muss ich dem Internet sehr loben. Also man kriegt schon Sachen reingespürt so in seine Timeline, so Urlaubssachen, ja, oder krasse Sachen. Und dadurch denkt man so, ah ja, wie ist es dort? Und ich glaube, das Maximum als Auswandern, was die haben, ist Goodbye Deutschland. Ja. Das ist quasi was, absolut, das ist, wo sie ihre Fantasie kurz haben, ja, aber durch diese Sendung ausleben und sehen ja, wie das ist. Und dann, aber das Problem ist, wenn sie ja, Goodbye Deutschland gucken, dann sehen ja, sie ja immer nur Verlierer, die in ein anderes Land gehen und dann dort neu verlieren. Ja. Das ist ja nie eine Heldengeschichte. Genau, du guckst dir nur ja Losern vor. Genau, du willst ja nicht verlieren. Genau, ja. Das kennst nicht. Du Steff Jerkel? Nee. Junge, den muss ich dir zeigen. Ja. Also, Freunde, wir gehen jetzt wieder in die Tiefen des Trash. Ich wohne ja zu Hause mit wirklich einer leidenschaftlichen Trash-Maus. Ja. Also meine Freundin ist wirklich die absolute Königin, ist eine A-Listerin, die ist richtig auf Zack. Die hat wirklich alles gesehen. So, und die guckt sehr gern Goodbye Deutschland. Und bei Goodbye Deutschland gibt es ein Paar, die sind zusammen nach, wie sollte es anders sein, Mallorca gezogen. Okay. Und haben da dann so Restaurants aufgemacht. Ja, alles, was Deutsche da machen können. Ja. Immer ein schlechtes Schnitzelrestaurant zu machen. Und das hier ist Steff Jerkel. Ich lasse dich einfach mal kurz mit ihm alleine. Ey, da kann Ivan sich den angucken und ich erzähle ein bisschen was zu ihm. Ich liebe alles daran ja, jetzt. Ich wusste, dass er das sagt. Ivan, du weißt doch, ich hab doch die Perlen. Ich hab doch die Trash-Perlen. Wow. Und das ist, so eine Sorte Mensch geht dahin. Also der hat, glaube ich, den operiertesten Kiefer, den ich je gesehen habe. Okay, warte, ich lese mal vor, was er gepostet hat, damit wir Steff auch als Mensch einschätzen können. Ja.
Das ist ein Meme. Ich zeige es einmal kurz in die Kamera, dann lese ich es vor. Wissenschaftlich bewiesen, Frauen kosten Männer ein Jahr ihres Lebens. In Anführungszeichen, ich bin gleich fertig, Schatz. Und er schreibt dazu, ich wusste es, Hashtag Motivation, Hashtag Family, Hashtag Frauen. Ja. So. Und das ist halt die Sorte Mensch, die auswandert. Ja, wow. Und das ist halt immer, guck dir das mal an, das ist einfach ein 60-jähriger Mann mit so einer Justin Bieber Frisur. Das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Unglaublich. Aber wenn man das sich anguckt, dann muss man ja auch glauben, ja, im Ausland ist auch scheiße. Ja, genau. Genau. Weil du siehst ja keine Heldengeschichte, du siehst dann Steff Jerkel. Ja. Oh Mann, ey, das ist... Und Peggy Jorowke. Ich weiß es nicht, wieso. Ich weiß, du hast absolut einen Punkt getroffen. Ich kann es dir nicht erklären, warum das so ist. Aber, Glaubst du auch, dass die nie woanders hinfahren? Ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, sind weiterhin ernst gemeinte Fragen. Weil ich glaube, der einmal in Kassel-Wilhelmshöhe ausgestiegen ist. Also, ich möchte einmal dazu sagen, ich weiß, es gibt natürlich finanzielle Zwänge. Ich bin nicht bescheuert. Ja. Aber selbst da könnte man ja sagen, viele finanzielle Zwänge holt man sich ja selber ins Haus. Ja. So, dann hast du da ein Leasing-Auto, dann hast du da das Haus gebaut, was abbezahlt werden muss. Das musst du ja auch nicht machen. Ja. Niemand zwingt dich, dir ein Haus zu kaufen. Voll, voll, so. Auf jeden Fall. Sind ja selbstgemachte Zwänge. Ich glaube, im Kern haben Leute immer Angst vor was die nicht kennen. Ja. Und es ist immer gemütlich, ganz klassisch, so Comfort Zone. Es ist immer gemütlich, diesen Berg zu haben. Aber hast du mal die Möbel gesehen, die da draußen stehen? Die sind nicht gemütlich. Ja, stimmt. Das sind immer die gleichen billigen. Das ist übrigens auch noch ein Pet-Peeve, was ich absolut habe. Ich liebe ja das perfekte Dinner. Ja. Und beim perfekten Dinner ist es oft so, dass du so eine schöne, teure Wohnung siehst, wo du denkst, oh, die war teuer. Das ist immer der Hauptsache, oh, das war teuer. Ja. So sitze ich immer davor. Was sind so bestimmte Eigenschaften einer teuren Wohnung? Schön, dass du fragst. Eine Eigenschaft einer teuren Küche zum Beispiel ist es, dass der Ofen auf Augenhöhe ist. Wenn dir dein Ofen auf Augenhöhe begegnet. Das ist mir nie aufgefallen. Ja, ein Ofen auf Augenhöhe ist Reichtum. Ja. Wir bücken uns ja noch, wenn wir da Sachen reinmachen. Stimmt. Reiche Leute bücken sich nicht. Natürlich ist ein Ofen bei mir unten. Aber nicht bei reichen Leuten. Ja. Augenhöhe. Und dann meist sogar zwei. Das ist zum Beispiel ein Zeichen für Reichtum. Ganz, ganz klares Zeichen für Reichtum. Hohe, breite, große Fenster. Auch immer ein ganz gutes Zeichen. Teure Teppiche. Sieht man auch ganz oft, weil Deutsche machen nichts an Wände. Du hast immer so ganz traurige weiße Wände. Stimmt. Weil das müsste ja eine Seele erfordern, etwas an die Wand zu machen. Das können die Leute nicht. Und was mich immer aufregt, ist, wenn ich so eine teure Wohnung sehe und dann sieht man so den Außenbereich und dann steht da diese vier Scheiß-Holzstühle mit diesem kleinen Scheiß-Holztisch, den man so bei Hornbach für 59,95 hat. Da hat man nochmal gespart. Da hat man nochmal gesagt, nee, wir sind ja Teil hiervon. Neben dem Weber-Grill. Ich denke immer so, wie wenig könnt ihr fühlen? Ja. Ja, das regt mich immer auf. Deutsche immer ganz, 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 ganz billige Sachen im Garten, was ich nie verstanden habe. So ganz komische Prioritäten, aber drin dann eine Fußbodenheizung. Ja. Also so ganz, ganz, ganz weird. Interessant, auch guter Punkt. Ja, ich guck ja religiös das perfekte Dinner immer noch. Ja, ich warte noch auf dein Sign-Up. Das wird quasi... Ich kann kein Sign-Up machen, meine Wohnung ist zu klein. Ah, okay. Du brauchst ein Esszimmer und es darf nicht das Wohnzimmer sein. Okay. Ah, ja. Und ich habe auch nur zwei Herdplatten gerade. Da ist schwer mit einem Drei-Gänge-Menü für fünf Leute. Aber irgendwie denke ich mir, das ist sogar mehr Charakter, finde ich. So, wenn man so in einer kleinen Küche versucht, das Beste rauszuholen. Ja. Aber wir beide wissen ganz genau, wenn ich da mitmache, bin ich der Typ, den die in der Woche unsympathisch schneiden. Ja, das stimmt. Weil ich habe die größten Anlagen dafür, weil ich wirklich sagen würde, weiß ich nicht, der Wein hat nicht gepasst. Die Folge fängt dann so Schwarzeis an. Ja. Oder so. Nichts, dass du mir oder so Leute anschreist. Ich glaube, ich würde Leute nicht anschreien. Die würden dann eher so Sachen, die ich in einem Interview gesagt habe, so aus dem Kontext reißen und dann so reißerische Musik drüber legen, weil ich so gesagt hätte, weiß ich nicht, die Garnele war ein bisschen drüber. Ja. Kann ich ein bisschen trocken jetzt. Ja, und die fangen an, man sieht so wie eine Frau weint. Ja, genau. Ja, was ist denn mit Garnele? Und dann die Kommentare bei Facebook. Oh, was glaubt der denn? Da soll ich mal richtig arbeiten. Ja. Weil ich habe ja auch keinen Job. Das ist ja das nächste Problem. Sofort. Sofort. Ja. Ich würde nur dafür wieder anfangen, bei Poco im Lager zu arbeiten. Weil das geht ja gar nicht. Du musst ja der deutscheste Deutsche der Welt sein. Ja, du musst immer sagen, dass du nicht gewinnen willst und dass du deinen Hund liebst. Ja. Das sind so die beiden Sachen und dann mögen die Leute dich. Aber das habe ich ja beides nicht. Die würden mich hassen. Ja, oh Mann, ey. Du hast mir, weil wir bei Essen gerade ein bisschen sind, du hast mir neulich eine Sache empfohlen, die was mit Essen zu tun hatte. Und zwar das Conan O'Brien
Hast du es geguckt? Hot Ones. Ich habe es geguckt und ich konnte es nicht glauben. Kleine Empfehlung auch an dieser Stelle: Hot Ones mit Conan O'Brien. Wahrscheinlich, Falk würde mir dazu stimmen, der meiner Meinung nach der beste Late-Night-Host. Jemals. Ja. Und so verdammt schnell und auch so, weiß genau, welcher Mensch oder welcher Gast was braucht und ist nie zu pushy oder lässt die Leute auflaufen. Ja. Ist immer nie. Er hat nie jemanden auflaufen. Genau. Nie. Er liest Körpersprache, weiß sofort, wenn so Leute sich wohl oder unwohl fühlen. Ihr müsst ihn euch vorstellen, wie der Anti-Stefan Raab. Ja, stimmt. Stefan Raab hat bewusst nie nach unten getreten, hat es nie unangenehm gemacht, nie jemanden vorgeführt, nie irgendwelche Nippel und sich dann über andere Leute... Nie. Das war nie Conan O'Brien. Der war das genaue Gegenteil. Der war der erste Late-Night-Host, der sich selber als Punchline hatte. Ja. Das hat keiner vorher gemacht. Conan war der erste, der sich als Punchline verstanden hat. Ja. Und ich habe es gesehen. Und was hast du denn? Vielleicht wissen die Leute nicht, was Hot Ones ist. Also Hot Ones ist ein Format, wo quasi berühmte Stars eingeladen werden in ein Interviewformat. Berühmt. Quasi die haben 5 Wings vor zehn Wings und mit jedem Wing kommt eine schärfere Soße rauf quasi. Es gibt ja, kennst du ja aus unserer... Wollte ich gerade sagen, die haben wir auch gemacht. Aber wir haben eine krasse Currywurst gegessen, wir haben uns nicht gesteigert. Wir haben uns nicht gesteigert. Wir haben nur einen neuen gegessen, glaube ich. Und die steigern sich und während es mit jeder Wing kommt eine Frage und dann irgendwann sind die natürlich so, verstehe nichts mehr, alles brennt und dann ist das ist der Appeal der Sendung und man sieht richtig, wie einige das sehr ernst approach, manche wollen gar keine Emotionen zeigen, andere geben dem nach und werden komplett, fassen sich teilweise aus Versehen in die Augen. Ja, und dann geht's richtig los, verlieren teilweise wirklich, nicht ihren Verstand, aber so wirklich ihre Fassung und merkst richtig, die letzten 2-3 Fragen, die können gar nicht mehr gut beantwortet werden, weil man so sehr... Was gut ist, man kann auch nicht lügen. Genau. Man wird ganz komisch ehrlich, weil man in diesem weirden Schmerz ist. Das finde ich so genial an dem Konzept. Genau, die Fragen sind auch immer sehr, sehr gut recherchiert. So gute Fragen. Nicht sehr oberflächliche Fragen, sondern Fragen, die immer so ein bisschen... über den Winkel habe ich noch nicht nachgedacht. Und man sieht auch immer, deswegen kriegen die, glaube ich, auch die guten Gäste. Ja. Und die Gäste freuen sich immer voll. Mal nicht so von wegen, wie war es denn am Set mit, sondern so, nee, hier ist eine gute Frage über ein Projekt, was du vor 19 Jahren gemacht hast und ich gesehen habe. Ja. Und deswegen ist es immer... Ja. Und zu sehen, wie Conan da quasi sich da durchmanövriert hat in also wirklich, das war so eine Masterclass, die man gesehen hat. Das war eine Masterclass. Wie war das für dich, das erste Mal das Gucken? Ich konnte es nicht glauben. Also Alex, mein guter Freund und auch Dauergast Alex Ubertoff hier, hat mir das empfohlen und hat schon gesagt, ey, ist die beste Folge, meiner Ansicht nach, je gesehen. Und er hat sie genau, also das habe ich ja bei dir auch gemacht, ich habe sie sehr hoch gepraised. Ja. Was ja immer ist mutig, weil jetzt musst du delivern. Ja. Weil wenn du es jetzt nur Mittel findest, wirst du es sogar scheiße finden, weil ich habe es zu doll gepusht. Und ich habe es das erste Mal geguckt und ich habe mehrfach auf Pause gedrückt und ich habe einfach in so mein leeres Wohnzimmer wow gesagt. Ja. Und dann habe ich es wieder angemacht, einmal durchgeguckt, auf Null gesetzt und nochmal durchgeguckt. Ja. Einfach, weil ich es nicht nur unfassbar funny und gut fand, sondern so als jemand, der ja selber Entertainment macht, einfach so zu sehen, wie so fast 40 Jahre A-List-Entertainment so runtergedampft werden auf so eine Essenz von 26 Minuten. Es war perfekt. Es war einfach perfekt. Auf jeden Fall. Und also die, guckt es euch unbedingt an, wir werden natürlich jetzt ein bisschen drüber reden. Also ich habe noch nie gesehen, dass jemand so ein Sketch im Dings hier... Er bringt sein eigenes Bit mit. Ja, genau. Ein Bit mit. Das ist so mehrere. Das ist so genial. Einfach. Sowohl das Einstecken hat er ja immer mit, den Arzt hat er mit. Der unfassbar. Arzt hat es auch so gut gespielt. Ja, das ist so gut gespielt. Und auch einfach, so irgendwann wurde es fast schon so philosophisch. Ja. Also... Und dann ist er ja so richtig, genau, wo du meinst, das, oh krass, kriegen wir gerade die Essenz von ihm gerade als Mensch, gar nicht als Entertainer. Ja. Das war so spannend. Ich hatte das Gefühl so, das ist, weil manchmal ist es so, die Person auf der Bühne und die Person hinter der Bühne sind, würde ich sagen, schon zwei unterschiedliche Leute auf eine Art. Im besten Fall ist es sehr nah an einen dran, aber es sind immer noch andere Leute, auch wie im Podcast, würde ich sagen. Und er war, weil ich war so, oh krass, also wo er so schreit oder warum fühle ich nichts? Das ist wirklich, da habe ich laut gelacht. Ja, genau. Das war so, das war die bestmögliche Sache, die man sagen konnte. Oh my God, I feel anything. Unglaublich. Kleine Empfehlung an der Stelle, wir werden es verlinken. Man muss auch ganz sagen, der Mann ist 61. Jetzt stellt euch mal 61-jährige Leute vor, die ihr kennt und schaut euch dann den an, weil der ist für mich halt so ein Zeichen, wir haben es oft im Podcast gehabt, deutsche Promis lieben ja nichts mehr, als hängen zu bleiben. Ja. Das ist voll deren Ding, die bleiben alle irgendwann hängen und dann gab es Corona doch nicht. Mhm. Das ist so ein Ding mit deutschen Promis und auch deutschen Late-Night-Hosts. Ich meine, Harald Schmidt ist wirklich
an peinlich, wirklich eine Witzfigur geworden. Ja. So als der Late Night Host nur noch peinlich, nur noch daneben. Man schämt sich einfach richtig. Und da ist einfach ein Mann, der ist einfach auch alt, aber ist so, ja. Nee, ich bin voll on. Ich bin ja. So. Mein Lieblingsjoke war, als Sean Evans zu ihm gesagt hat, oh, I got a little eye-watering going on, Conan. Und ich sage, that's because you're meeting your idol. Boom, Junge. Ja, das ist, so schnell, ja. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, er ist wirklich da, auf ja, jeden Fall. Ja, ja, Autor für SNL gewesen, Autor für die Simpsons gewesen. Ey, ja. Die Folge, eine der besten Simpsons-Folgen, die Monorail-Folge, ist von Conan O'Brien. Aha. Die hat Conan O'Brien geschrieben und dafür einen Emmy bekommen. Krass. Also, die werden wahrscheinlich mehr Leute fast noch kennen als Conan O'Brien, ja. Ist die Monorail-Folge. Absolutes Vorbild. Ja. Absolutes wirklich. Idol es, und Vorbild. Also, es ist sehr gut möglich, nicht so lustig zu werden. Es ist wirklich möglich, dass man das einfach nicht schaffen wird. Ja, auf jeden Fall. Weil der auch so gnadenlos ist und so mutig. Ja. Muss ich wirklich sagen, also, ich meine, der rastet ja völlig aus in der Folge. Ja. Und wo ich denke, wow, das ist ein Commitment. Auf jeden Fall. Das Commitment hätte ich nicht, bin ich ehrlich. Können wir das vornehmen? Wo er dann das trinkt, ich konnte es nicht glauben. Ich war im Gespräch, so ganz lässig. Fair. Und der aus Sean Evans so. Der war auch, für ihn muss es auch ein Rollercoaster gewesen sein. Ja, aber er hat das beste Kompliment bekommen. Jetzt kommt jemand, der wäre ein fantastischer Interviewer. Genau. Ja, mich am Arsch, ja. Was will man denn noch? Auf jeden Fall. Die geilste, er hat ja auch Team Coco, ist deren YouTube-Kanal, deren Redaktion, also von der Late Night Show, aber auch von der Redaktion. Und er hat immer so Behind-the-Scenes-Redaktionssachen gemacht. Die dann hier so ein bisschen auch, glaube ich, von Late Night Berlin übernommen worden sind, beziehungsweise diese Leute im Hintergrund auch nochmal zu zeigen, bewusst in Szene zu setzen. Ist auch eine sehr, sehr gute Idee, es macht alles menschlicher. Genau, sehr smart. Genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die ersten waren, die sowas quasi etabliert haben. Das, glaube ich, vor 15 Jahren schon. Genau. Und das Geilste war, also eine Sketch, an den ich mich erinnere, war, dass da quasi so regelmäßig während der Redaktion so Kuchen von so Leuten geschickt einfach. Was voll geil ist, du arbeitest und die Sendung ist so beliebt, dass die Bäckereien und LA einfach so schicken. Ja, damit, die das so, genau. Und dann gab es so eine Politik untereinander, wer die Rundmail bekommt, dass Kuchen da ist. Und Conan hat das natürlich mitbekommen, weil er war nicht in dieser Rundmail, hat so eine Fake-Rundmail geschrieben und gewartet, also der hat den Raum genannt und dann gewartet, wer kommt und dann wurden die Leute so konfrontiert. Ist das geil. Ja, das ist so gut. Und übrigens ist er auch jemand, von dem alle, nachdem sie da gearbeitet haben, immer nur erzählt haben, was für ein Goldschatz er ist. Ja. Weil es gibt ja auch andere deutsche Late-Night-Hosts, wenn man dann mal mit den Leuten redet, die mit denen gearbeitet haben, und da möchte ich jetzt keine Namen sagen, da ist vielleicht schon mal das Wort Hurensohn gefallen. Ja. So, da gab es das vielleicht schon. Und sogar bei mehr Late-Night-Hosts, als ihr jetzt vielleicht glaubt. Ja. Und Paul Rudd zum Beispiel. Weiß nicht, ob du Paul Rudd kennst? Nur vom Namen. Ich sehe noch hundertprozentig. Warte, ich zeige ihn dir mal. Den ist ganz, 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 ganz berühmt. Doch, ich glaube, der war nämlich auch mal, der war mal intern bei Conan. Ah ja, doch. Ant-Man. Genau. Und war irgendwann dann mal zu Gast bei ihm in der Late Night. Mhm. Und Conan hat ihm so gesagt, wie stolz er auf ihn ist, wo er jetzt ist. Und dem kommen Tränen in die Augen. Der muss sich wirklich zusammenreißen. Ja. Nicht so jetzt auf einen der größten deutschen Länder einfach zu heulen, weil ihm das so viel bedeutet. Also das ist wirklich. Ey, ihr müsst euch die Folge angucken, weil ihr dann vielleicht auch versteht, warum ich manchmal scheiße über Stefan Raab rede. Ja. Einfach, weil man auch sieht, was geht. So, man kann das auch anders machen. Ja, das ist anscheinend dann doch kein Stunt, den die gemacht haben. Der kämpft jetzt doch nochmal gegen diese... Das macht's ja noch peinlicher. Das ist so, das macht's noch machen peinlicher. Wir eine Sache, die vor 15 Jahren semi-cool war. Ich glaube, es war fast noch länger. Ja. Und es war da auch schon nicht cool. So, okay, ja gut. Ja. Also, Regina Halmich juckt keine, also Entschuldigung, Regina, tut mir leid, aber interessiert es wirklich jetzt nicht mehr so viele Leute. Ah, oh Mann, ey. Also es ist richtig lächerlich. Ja, das ist lächerlich. Und zu sehen, wie es da auf der anderen Seite läuft, ist man fast schon neidisch. Also, ja, natürlich. Ja. Also warum kommt denn Stefan Raab nicht mal in ein geiles Interviewformat? Und der war ja mal verrückt. Das regt mich ja so auf. Der war ja mal der coole anarchistische Typ, der mit seiner scheiß Ukulele da Leute belästigt hat. Also das war ja verrückt zu der damaligen Zeit. Und ist dann so angepasst und öde und so ganz komisch bissig geworden. Und hier muss das nächste Format, was wir jetzt verkaufen, um noch reicher zu werden. Ja. Also das fand ich, das tut mir leid, das ist leider alles scheiße. Conan O'Brien Needs a Friend, auch ein großartiger Podcast. Ja. Großartiger Podcast. Ja, auf jeden Fall, schaut es euch an und genießt es. Genau, genießt es einfach. Ich habe noch Sachen dabei, Ivan. Ja. Darf ich da noch was auspacken? Bitte.
erst möchte ich eine Frage und dann möchte ich eine Geschichte erzählen. Also, ich habe wie immer Simpsons geguckt und mir ist aufgefallen, dass ich einen Charakter bei den Simpsons wirklich signifikant weniger mag als die anderen. Mhm. Und ich wollte dich mal fragen, ob du mal kurz für dich in dich gehen kannst, vielleicht mal überlegen. Wir können ja einfach anfangen, was ist dein Lieblingscharakter? Ja. Ganz einfach. Und dann mal ehrlicher lieber überlegen, welcher Charakter ist eher so oder mittel oder egal oder doof? Weil ich habe es bei einem Charakter richtig gemerkt, wo ich so dachte, irgendwie finde ich den scheiße. Oder langweilig oder öde oder vorhersehbar. Wenn du magst, kann ich anfangen, dann kannst du ein bisschen überlegen. Bitte, bitte. Also ich glaube, ich brauche einen kurzen Moment. Ja. Also einmal, was der beste und einmal, was der schlechteste Charakter ist. Also, der beste Charakter, da bin ich langweilig, möchte ich ehrlich sagen. Homer Simpson. Ja. Bin ich ganz langweilig. Ich hätte, Freunde, ich möchte ehrlich sein, ich hätte euch einen Nischencharakter auspacken können. Ich habe die Simpsons geguckt. Ja. Ich habe alle Staffeln viermal. Ich kenne jeden beschissenen Charakter. Aber wisst ihr was? Ich bin kein Arschloch. Homer ist der beste Charakter. Ja. Mit Homer steht und fällt die Serie. Ja. Ist einfach ein absolut wichtiger Charakter. Er ist super funny. Hat mit die besten Jokes. Homer. Ja. Einfach Homer. So. Der Charakter, von dem ich gemerkt habe, ich denke, brauche ich nicht. Bürgermeister Quimby. Ah, okay. Ja, stimmt. Ist für mich so ein Charakter... Der ist immer nur korrupt und geht nur fremd, aber ansonsten hat er nichts. Ja. Der hat nichts, weil, also Homer zum Beispiel funktioniert ja als Charakter so fantastisch, weil Homer so dumm und manchmal ein Arschloch ist, aber er liebt Marge und Marge liebt ihn und die haben eine tolle Beziehung miteinander und ich finde es immer noch einer der für mich geilsten Fakten an den Simpsons ist, dass die beiden horny aufeinander sind und das zeigen. Ja. Es ist immer mal so, Homie, so, die wollen ficken. Ja. So, man sieht unterbewusst, dass die beide ficken. Ja. Und ich finde das fast schon subversiv und fast schon eine Rebellion, dass man das so zeigt. Ja. Und nicht so, weil früher war ja der Trope oft, ja, Frau und Mann, die hassen sich, so wie jeder deutsche Comedian in den 90ern, ist immer nur, oh, meine Frau ist so dumm. Ja. Und die Simpsons haben das nie gemacht. Immer so, hey, die lieben sich. Und das hat Homer immer Tiefe gegeben. Ja. Deswegen konnte man Homer nicht hassen, obwohl er manchmal Sachen gemacht hat, wo man denken müsste, Mann, du Wichser, dafür müssten wir dich hassen, aber nee. Ja, das ist ein super guter Pick. Bei mir ist es nämlich im Retroperspektiv, glaube ich, mittlerweile, also ich musste an Marge denken sofort. Toller Charakter. Weil ich irgendwie so auch so die Rolle dieser modernen Frau, die so vieles aufgibt, aber auch irgendwie auch, ich habe immer gefragt, warum bleibst du denn bei Homer? Ja. Also Marge ist ja ein, also ist eine... so ein Fang. Ist so ein Fang, genau. Ist ein Snack, tolle Frisur, offensichtlich wahnsinnig gebärfreudig. Genau. Also weißt du, die denkt mit, die ist liebevoll, tolle Frau. Und es war für mich immer so, diese ist einfach pure Essenz der Liebe. Also das ist so seelenverbunden, egal. Und sie liebt auch Bart. Obwohl Bart so ein furchtbares Kind ist, er ist ihr Kind und sie liebt Bart und sie wird ihn verteidigen. Ja, genau. Auch so, wo sie, also die Folge, wo Homer richtig, richtig dick ist, hätte sie ja locker gehen können. Einfach sagen können, das ist mir jetzt zu viel. Auch eine fantastische Folge, wo er so dick ist, dass fast das Atomkraftwerk in die Luft fliegt. Genau. Das ist ja letztendlich die Quintessenz der Folge. Da gibt es ja so andere Fuck-Ups von Homer, die wesentlich größer sind als sein Übergewicht, was ja immer Thema ist. Nein, aber das ist ja wirklich, du kannst dir die Folge erinnern, er hat diesen Vogel, der dann irgendwann auf Ja drückt zur Kernschmelze. Ja, stimmt. Also das Atomkraftwerk ist fast in die Luft geflogen. Und es wurde nur gelöst, weil Homer so dick ist, dass er in dem Rohr stecken bleibt und es dann nicht in die Luft fliegt. Das finde ich geistig gut, dass es diese Serie an diese Hoffnung, an diese Essenz der Liebe gibt, aber es ist auch teilweise auch ungesund, finde ich. Und ich finde, dieses Spiel zwischen den beiden ist so schwierig, finde ich. Und deswegen Marge und für mich der unspannendste Charakter. Nee, wobei, also ich vielleicht am ehesten ist es sogar Ned Flanders, der... Interessant. Der auch, finde ich, so... Ja. Einfach so. Aber ich finde, Ned ist halt super wichtig. Ja. Weil Ned, es gibt, ich finde es Ned, also die Ned Dynamik. Ned ist das, was Marge verdient hätte. Ja. Ist ein sehr schöner Punkt. Und er ist Nachbar. Also. Aber ich finde, Ned Flanders und Homer haben für mich so einen geilen Trope, den ich so mag. Und zwar die eine Person, die andere Person wahnsinnig mag und voll nett ist und voll der gute Typ und die andere Person hasst sie. Aber, das ist ja wie bei Cosmo und Wanda, wo der Vater so einen Streit mit Dinkelbird hat und Dinkelbird hat ihm nichts getan. Ja. Gar nichts. Ja, ist einfach nur ein netter Typ, der ein bisschen erfolgreicher ist und er hasst ihn. Ja. Und ich liebe diesen Trope und die Simpsons haben den aufgebaut. Ich finde es auch geil, dass Ned Flanders ripped ist, aber man sieht es einfach nicht. Ja, exakt. Das ist so geil,
jedes Ned Flanders fucking ripped ist. Ah, verdammter sexy Flanders. Genau. Ja. Ja, und auch zu sehen, wie, also wie die deren Kinder erziehen, ja, ganz anders. So als, funny. Also fast schon das Gegenteil, ja, von Lisa und Marge und, ja, Maggie. Also ich weiß gar nicht, wie die Kinder heißen, um ehrlich zu sein. Wie heißen die Kinder von... Mann, komm, jetzt joke. Das ist eine gute Frage, weil wir... Das ärgert mich, das müsste ich wissen. Das ist Todd. Todd auf jeden Fall, genau. Ja, Todd und... Das ärgert dich krass. Das macht mich fertig. Oh, ich google das mal. Ich hab so auf die Simpsons geguckt. Todd und... Übrigens, der Podcast läuft noch, ich schmilze nur das Gehirn. Ey, ja, ich muss auch gerade ganz kurz... Das macht mich wahnsinnig. Es ist Todd und... Todd Flanders Kids. Nee, Ned Flanders Kids. Todd ist ja das Kind. Was weiß kommt? Ja. Kinderstätte, Kindertagesstätte Six Flanders. Was? In Bocholt, was auch immer. Ei, ei, ei. Simpsons. Todd und... Mann, komm schon, ey, wir joken hier gerade hart, aber sorry, ganz kurz. Aber warum kannst du so schlecht googeln? Ja, stimmt, ich habe auch wirklich... Du bist ein richtig schlechter Googler. Biografie. Ned Flanders Kinder. Das ist ja wirklich, okay, sehr... Hast du es immer noch nicht? Nee. Also jetzt wäre ich wütend. Warte mal. Aber ich muss auch gerade meine Wut auf mich, auf dich kanalisieren, merke ich. Ich muss irgendwo hin mit der Wut. Ich war auf dieser Simpsons-Pedia-Seite. Ich dachte, da würde es direkt stehen. Nee, da ist richtig viel Fließtext. Genau. Da gibt es immer gleich die ganze Lebensgeschichte. Kinder. Ich will jetzt sagen Todd und Rod, aber ich weiß, er heißt nicht Rod. Todd Flanders. Und? Das ist eines der Kinder. Mann, warum Toddy? Das kann doch nicht sein. Rod und Todd? Nee. Ich hätte gedacht, es wäre Rod und Todd. Rod und Todd, genau. Wirklich? Ja, ja. Ja, okay, habe ich hinten raus noch gerettet. Ja, mein Gott, das war erstmal der zähe Teil unseres Podcasts. Ja. Ich locker den mal ein bisschen ein. Ja. Du wolltest Ned Flanders als so mittelspannender Charakter bringen. Nee, doch als sehr spannender, ja, Charakter. Genau. Auch. Also neben Marge für mich, ja, genau. Für mich der langweiligste Charakter ist, finde ich, irgendwie der Sohn vom Chief. Er hat einfach auch nur einen Trope, ja, ist einfach ein, weiß, bisschen dümmlich. Ja. Finde Ralph auch leider sehr langweilig. Geiler Joke war, wo er $50 schluckt und es kommen 100 raus und Chief Wiggum ist so, okay, lass uns das, ja, nochmal versuchen, ja, mit 100 und, ja, hofft, dass einfach wirklich 200 rauskommen. Und dann kommt natürlich gar nichts raus. Natürlich, okay, gar nichts raus. Wusstest du, ja, dass die Simpsons-Macher Ralph für einige Seasons entfernt haben? Okay. Der kam einfach nicht mehr vor, weil die waren irgendwann so, hey, wir haben keinen Bock mehr auf Ralph. Ja. Ralph ist immer so der gleiche dumme Gag und dann so, ja und dann kam aber wieder. Aber die Simpsons-Macher waren auch irgendwann satt. Ja. Ja, ist irgendwie. Ich finde es krass, dass es nur einen Simpsons-Film gab. Ja. Aber der war auch eher Ich fand ihn gut. Ja. Das war damals, weil es war genau richtig zu dem Zeitpunkt. Ja. Also das war irgendwie toll, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal gucken würde, wäre ich so, ja, okay. Ja. Ich glaube, ich werde ihn nicht hassen. Ja. Aber ja, ist halt nicht wie eine Folge Simpsons. So. Ja. Ich will ja eine Folge Simpsons. So. Ich weiß auf jeden Fall, dass die da die Animation natürlich hochgeschraubt, ja, haben. Es war krass, so ein bisschen zu sehen, wie, ja, ja, das auch aussehen kann. Und, ja. Aber, ja, also auch da sind wieder Hammer-Gags drin. Ja. Muss man einfach, ja, sagen. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Was schaust du gerade? Gerade, wow, das wird jetzt richtig peinlich fast schon. Ich schaue nur, und ich meine wirklich nur und ausschließlich, Law and Order New York Special Victims Unit. Wow. Ich habe mir nur dafür Sky gekauft. Ja. Also ich fahre ja ein paar Tage nach New York. Was kannst du mir über New York sagen? Oh, ist gefährlich, du. Eben mal die Bobacken zusammenkneifen. Ich weiß nicht, warum. Donnerstag ist bei mir immer, bei mir und meiner Freundin, der Special Victims Unit Abend. Oh, ist so toll. Und weil da laufen immer die ganz neuen Folgen, Staffel 26 inzwischen. Wahnsinn. Auf RTL Nitro. Und ich habe früher immer die alten Folgen auf Vox geguckt. Mhm. So, ihr merkt, Vox ist ein großes Thema für mich, auch mit Medical Detectives. Also, wenn Vox da mal Lust hätte, auf mich zuzukommen, ich bin da total offen, ja, für jede Form der Show. Okay, Vox ist dein Sender. Was glaubst, ja, du, welcher Sender würde zu mir passen? Welcher Sender würde zu Jonas passen? Also, Jonas ist ja, würde ich sagen, eher auf der intellektuellen Schiene und ist manchmal ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Mainstream. Ja. Da sieht er sich manchmal nicht so. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was so... Arte? Oder ist das... Aber dafür ist er nicht arzi-fazi genug. Weil für, ja, Arte musst du ja so richtig so ja, oberkörperfrei, schwarz-weiß, Zigaretten rauchen, pupsen. So. Ja. Ich würde eher sagen, so ein Erfolgsformat im Hessischen Rundfunk. Ja. Also weißt du, was ich meine? So eine gute, ja, so eine gute Talkshow, ja, in einem
öffentlich-rechtlichen Landesding. Ja. So, HR ist ja ein sehr großer, oder SWR, ja. Der SWR ist ja ein sehr großer, und dann da eine gute Talkrunde. Ja, das ist gut. Da könnte ich Jonas sehen. Ich glaube, ich bin ein klassischer ProSieben-Max-Typ. Ich hätte dir ProSieben gegeben, ja, aber nimm gern ProSieben Max. Da gibt es manchmal Basketballspiele, ja. Da werden manchmal nur Animes gezeigt. Ja. Genau. Da gibt es auch nochmal diese Storage Wars, wo es holt mich auch extrem ab. Aber ja, ich finde, das macht Sinn bei dir. Okay. Genau, ich würde Vox nehmen. Okay, und deswegen gucke ich nur Special Victims Unit und ich habe irgendwie so gedacht. Was ist so, Comfort für dich, für die einfach so, du weißt, was du bekommst? Und es ist auch eine sehr gute Serie. Ja, also ist sie gut geschrieben, sagen. Sind die Charaktere toll oder die Fälle, die da sind? Die einfach, Fälle. Und es ist halt, es ist so kurzweilig. Du kennst ja das John Mulaney-Bit über Special Victims Unit. Nee, sag mal nochmal. Das ist ein 12-Minuten-Bit. Das geht ewig. Okay, muss weil ich mir. Es ist halt in den USA. 27 Staffeln, ist eine der erfolgreichsten, wenn nicht sogar die erfolgreichste Fernsehserie überhaupt. Ja. Und es geht quasi um so ein Department und die lösen nur so Sexualverbrechen. Ist deswegen sehr, sehr doll. Und ich habe das immer übelst viel geguckt, aber das war eine dieser Serien, die man nie fortlaufend geguckt hat. Ja. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja so Serien, die laufen dann halt. Ja. Ich habe nie Stromberg von Anfang bis Ende geguckt. Ich habe mal eine Folge Stromberg gesehen. Mhm. Und da war ich irgendwann so... Ich gucke das jetzt. Von Staffel 1, Folge 1, let's go, wir gehen rein. Aber passiert auch eine Charakterentwicklung oder ist es jede Folge sehr, sehr langsam. Es gibt eine, aber die ist sehr, 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 sehr langsam. Ja. Also du erfährst immer wieder ein bisschen was über die, oh, bei dem ist die Ehe so ein bisschen kaputt und dann baut sich das weiter auf. Ist ja eigentlich eine Serie über, wie können Beziehungen scheitern. Ja, das hast du jetzt sehr, sehr freundlich formuliert. Ja, das stimmt natürlich. Es wird ja jemand umgebracht, aber man ist so... Ja, oder vergewaltigt. Also ist schon, da ist Scheitern schon eine sehr lasche Formulierung. Ja, oh Gott, ja. Aber das Ding ist, wenn du eine Folge gesehen hast und du mochtest die, kannst du die ganze Serie gucken, weil es ist immer die gleiche Folge. Ja. Es gibt 440 Folgen, ist die gleiche Folge. Ja. Passiert immer dasselbe. Ja. Aber wenn du das magst, ist es voll geil. Ja. So, und das gucke ich gerade. Für mich, das kann man auch ganz gut gucken, wenn man nebenbei vielleicht was zockt. So, weißt du, was ich meine? Das ist so ein, weil es fordert dich nicht so sehr, aber es ist gut genug. Es ist so ein Mittelwert. So, und dafür ist die Serie fantastisch. Spannend. Was hast du gerade auf deiner Liste? Was gucke ich gerade? Ich habe mir eigentlich gerade tatsächlich nicht so viel. Ich gucke gerade, tatsächlich nicht so viel. Ich habe mir jetzt so ein paar, was ich in Athen war, habe ich so wirklich so History-Podcasts gehört. Ja, natürlich. Schon, cool, ja, natürlich. Quasi was über die Akropolis zu hören. Finde ich mega. Und dann bist du auf der Akropolis und dann läufst du da lang. Ich war vor Sokrates, sein Gefängnis, keine Ahnung, was er gemacht hat, aber ich glaube, es war so ein weirder Typ, der hatte wirklich so, der hatte so eine Woche lang, glaube ich, in so einem Fass gelebt auf einem Marktplatz. Also, nee, war es nicht ein anderer? Nee, das war ein anderer, glaube ich. Wie ist denn der? Der ist so ganz berühmt. Aber der ist auch quasi... Da gibt es so eine tolle Anekdote über ihn und Alexander den Großen. Stimmt, stimmt. Ja, ja, ich verwechsel hier Geschichtsfakten. Auf jeden Fall habe ich sehr viel so History-Content konsumiert. Es gibt ja auch tolle Essays auf YouTube. Ja, das Essay-Game auf YouTube ist ja so gut. Ja. Alex hat mir letztens ein Video geschickt, das ist einfach nur The Entire History of Video Games und es geht 6,5 Stunden. Das ist fantastisch. Also ich liebe sowas. Also das Video-Essay-Game. Ja. Ich habe auch ganz viel Sport Essays geguckt. Ah ja. So von wegen, warum wird nie jemand weiter werfen als der? Ja. Warum, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das wusstest, der Weltrekord für Hochsprung liegt bei 2,45 und zwar seit 32 oder 35 Jahren. Es braucht dann niemand einfach... kommt über die 2,45. Und wie hieß der Champion? Das weiß ich nicht mehr. Ah, aber ich finde es einfach so spannend. Ja. Und weil du ja jetzt so eine kleine Halbmarathon-Maus wurdest, habe ich auch ganz viel über, wie hieß er, Elip Kachogi? Ja, ich glaube irgendwie so, genau. Da habe ich ein ganz, ganz tolles Video gesehen, wo so Leute versucht haben, eine Minute so schnell zu laufen wie er, den gesamten Marathon. Und es hat nicht einer geschafft. Null. Das ist wirklich insane. Null Leute konnten eine Minute mit ihm pacen. Ja, das ist verrückt. Das ist verrückt. Shoutout nochmal an Philipp Schlüter an der Stelle, der den Halbmarathon in Berlin in 1,32 1,35. Er hat mich selber korrigiert. Er hat es gehört, er hat mich korrigiert. Es ist trotzdem insane. Es ist so funny. Ich war letztens bei Flash und mehrere Leute sind zu Schüdi gekommen und so, Schüdi, wie schnell bist du denn gelaufen? Ja. Weil das ist schon so eine Sache, die beeindruckt Leute. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Obwohl ich im Urlaub war, bin ich trotzdem auf dem Nerv der Zeit geblieben, lieber Falk. Deswegen habe ich ein paar News für dich. Bitte. Und zwar, was hältst du davon, dass Taylor Swift die erste mit Musik quasi mit ihrer Tour Milliardärin geworden ist?
Also da sage ich dasselbe, was ich immer sage, und zwar, es sollte keine Milliardäre geben. Ja. Und es gibt keine ethischen Milliardäre. Ja. Sie ist nur so reich, weil andere so arm sind. Und was glaubst du, wie viel im Schnitt ein Ticket kostet? Ja, das wird nämlich, glaube ich, das Ding sein. Das wird, glaube ich, das ist eine schöne Frage. Erstmal möchte ich gleich vorneweg sagen, ich weiß, dass ich mich mit meinem Taylor Swift-Take gleich sehr unbeliebt machen werde. Ich weiß ja, ja. Sie ist eine Heldin, jada, 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 das kennen wir ja alle, die Geschichten. Nehmt doch mal eine Heldin aus eurem privaten Umfeld. Wie wär's denn damit? Ihr müsst ja nicht immer irgendwas in so eine amerikanische Kunstfigur reininterpretieren, aber ist euer Ding. Ich glaube, im Schnitt sind wir locker bei 2,40. Es sind im Schnitt $1,000. Wahnsinn, ne? Dann das ist, hast du mir gerade gesagt. Es ist durchschnittlich. Das ist das durchschnittliche Ticket. Ja, auf ihrer neuesten Tour, ja. Wirklich? Ja. Es könnte natürlich sein, dass sich so ganz weird ausbalanced, dass der Average-Ticket 250 ist und es so Luxus-Ticket ist. Aber es ist ja komplett Insanity. Es ist komplett Insanity. Und dann denke ich mir so, ja, dann ist es doch nicht mehr beeindruckend. Weil ich weiß, also, was du meinst, jetzt nicht mit 18 Euro reinholen, wie wir beide. Ja, ich denke so. Ja. Genau. Glaubst du, sie macht manchmal eine Story, hey, ich bin heute in Kansas, gibt eine Abendkasse. Die letzten Restkarten müssen noch, Lüge. Auf jeden Fall keine Restkarten. Ja, das ist ja, so. Ja. Nee, fand ich irgendwie, keine Ahnung, hat mich irgendwie eingeholt. Ich war so, ah, krass, ja. Dieser Typ, sie ist ja mit einem Football-Star. Mhm. Wie ist der, Travis Kelce? Travis, genau, mhm. der wird von der Scheidung profitieren, glaube ich. Sind die verheiratet schon? Nee, ich weiß nicht, aber wenn die wenn sich, dann ja. Dann ist aber ich glaube nicht, dass die ohne Ehevertrag gehen. Wahrscheinlich auch nicht. Nee, glaube ich nicht. Ja. Hast du den Taylor Swift-Hype verstanden? Ja, ich glaube, sie hat kontinuierlich einfach so, sie ist so wirklich so eine Working Artist gewesen, ist nicht so immer quasi neues Album. Sie hat so keine langen Pausen gemacht und immer so, sie ist auch super lange schon im Game. Ich glaube, sie hat mit 14 ihren ersten Plattenvertrag gehabt. Okay. Also sie ist einfach so und dabei auch noch. Ist sie so alt wie wir? Ja, ich glaube schon, sie ist 31. Ist mein Alter? Ja. Genau. Ja. Und, genau. Ich muss sagen, ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich habe dann auch so versucht, mich in ihre Diskografie reinzuarbeiten. Ja. Aber es geht irgendwie voll an mir vor. 34, genau. Okay. Sie ist eine erwachsene Frau, ja. Also für mich ist sie, oh Mann, ey, wir werden unsere letzten weiblichen Hörerinnen verlieren, aber müssen wir jetzt durch. Ja. Sie ist für mich einfach eine sehr schlechte Miley Cyrus. Ah, ja. Miley Cyrus ist so viel interessanter und stimmlich spannender. Und bei Taylor Swift war ich dann so. Ja. Hat sie jetzt Shake It Off gemacht, ne? Genau. Ja, ist ein netter Song. Ist ein netter Song, genau. Ist ein netter Song. Ja. So ein netter Radiopop-Song. Ja. Aber ansonsten bin ich nicht so ganz. Okay. Steige ich noch nicht hinter. War sie mal der Underdog und hat so eine gute Geschichte? Sie war immer so eine Geschichte verkaufen kann? Dieses ehrliche Country Girl, was in Tennessee aufgewachsen ist. Ja, sie ist Milliardärin, sie ist kein ehrliches Country Girl. Naja, also ist ja so. Ja. Wenn sie das ehrliche Country Girl sein will, frage ich mich, Taylor, warum kosten die Tickets nicht $42? Das stimmt. Naja, also ist ja eine ernst gemeine Frage. Ja, du hast absolut recht. Beides geht ja nicht. Entweder du bist die Milliardärin oder du bist das Country Girl. Ja. Aber beides. Hey, das ist ja Quatsch, das kann ja niemand. Es ist ja auch okay, wenn man es nicht kann, weil voll. So ist das Leben. Aber dann finde ich es eine komische Narrative. Auf jeden Fall, absolut. Glaubst du, die macht so geile Konzerte wahrscheinlich, ne? So super überproduziert. Ja, also für 1000 Euro will ich da Michael Jackson. Zeppelin. Ich möchte, dass sie den ausgraben. Sie als Michael Jackson. Ich möchte, dass wie Lenin Michael Jackson da in so einem einbalsamiert liegt. Fantastisch. Dann würde ich auch 1000 zahlen. $1,000, Alter. Insane. Ja. Und noch eine andere Sache, und zwar. Müssen wir auch zum Ende kommen. Genau. Ist auch eine witzige News, über die ich gestolpert bin. Über einen Einbruch, bei so einem Einkaufszentrum irgendwo in Buxtehude, hat ein Typ in einem Sportladengeschäft nur linke Schuhe geklaut. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Ja. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Das ist großartig. Ich kann nichts dazu sagen, außer, das ist ja fantastisch. Aber das finde ich irgendwie. Also, das ist ja so funny. Das ist ja wirklich unglaublich witzig. Also, 100%ig hat der Besitzer dieses Ladens seine Frau gebumst. Das ist eine Racheaktion. Das kann nichts anderes sein als eine Racheaktion. Genau. Weil das ist ja so, macht ja so keinen Sinn, was er da tut. Das ist so perfekt einfach nur. Oder jemand hat einen krassen OCD. Ja. Also entweder jemand ist wirklich stimmt, so. Stimmt, also es könnte auch ein crazy Klapse person. Ja. Einfach, ist ein guter Move. Und einfach so, aber das klingt nach so einer persönlichen Vendetta. Ja, glaube ich nämlich auch. So, da ist irgendwas. Ja. Irgendwas, ja. Oder es war ein einbeiniger Dieb. Es gibt so viele, aber jede Möglichkeit, die es gibt, ist ja fantastisch. Vor allem, das ist ja wirklich so, da tut jemand einfach, da gewinnt keiner persönlich, nein, sondern da tut jemand einfach nur. Hat niemand gewonnen. Als jemand das, als einfach nur Verlierer gibt, ist ja fantastisch. Genau. Oh. Weil der Typ, ich glaube, das war auch so ein fünfständiger Betrag an Schaden, der da entstanden ist. Der will ein ganzes Lager
von teuren Sportschuhen einfach immer so. Nur den linken. Immer nur den linken. Ja, ich kann nichts dazu sagen, weil es ist ja schon perfekt. Es ist das perfekte Verbrechen einfach. Ja. Keine Ahnung, weil irgendwo muss ich, also ich glaube nicht, dass sie den gefasst haben. Ich google das nochmal ganz kurz. Und während Ivan das googelt, muss ich mich einmal ganz kurz äußern. Ich habe nämlich Zuschriften bekommen und Kommentare, die ich nicht unbeantwortet lassen möchte. Okay. Und zwar haben mich sehr viele Leute gefragt und Leute haben gesagt, Falk, Bibi ist zurück. Bibi ist zurück, Falk. Oh, dafür müssen wir uns Zeit nehmen, glaube ich, ne? Aber das können wir nicht in die Plusfolge machen. Das können wir nicht in die Plusfolge. Muss bis nächste Woche. Wir brauchen auch Jonas Take dazu. Jo. Ja, aber ey, dann sage ich es nur ganz kurz. Ich habe natürlich alles gesehen, was Bibi macht. Ich habe natürlich Takes dazu. Ja. Danke, dass ihr mich gefragt habt. Ich bin sowas von im Game. Und nächste Woche, da gehen wir da richtig rein. Ich nehme den Erich Fromm-Text mit, den sie gepostet hat, und dann gehen wir durch den Text. Ja. Also wir gehen richtig rein. Was ich an der Stelle sagen möchte ist, Bibi, leck mich am Arsch, wie sehr kann man eine Trennung gewinnen? Ja. Also das ist ja wirklich das Trennungsgewinnen-Game komplett neu definiert, weil Julienko hat es ja getrennt. Julienko und Tanja sind nicht mehr zusammen. Oh nein. Also es ist noch besser. Es ist es ist wirklich, Bibi, wirklich, du bist mein, ich habe Bibi geschrieben, aber ich kann dir nicht schreiben, hat mich richtig geärgert. Oh mein Gott. Du musst kommentieren, du musst quasi... Ja, weil ich wollte ihr schreiben, weil sie hat wirklich, also ich sag's einmal ganz kurz, sie hat so einen ganz langen, wir gehen ja genauer drauf ein, ne, aber sie hat so eine ganz lange Story gemacht, sehr wahnsinnig langweilig. So. Ja. Und war dann so, es geht jetzt hier um Achtsamkeit und vegan. So ein bisschen ein Rebranding, würde ich sagen. Also ja, schon, aber ein sehr langweiliges, muss man schon sagen. Ja. Naja, erst so Lifestyle es geht um Veganismus. Genau, jetzt geht's um gesunde, bewusste Ernährung. Ja, bla bla bla, ist schon sehr öde, schon sehr, 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 sehr öde. Aber nicht destruktiv, das muss man sagen. Überhaupt nicht. Ja. Aber maximal langweilig. Ja. Für mich. Ja. Und ich habe das gesehen. Genau, eine neue Frisur. Also sie hat sich fantastisch. Ja. Ah, sieht richtig erwachsen. Genau. Und sieht jetzt aus wie jemand, der richtig reich ist, aber es nicht so sehr zeigt. Ja. So. Und ich habe das gesehen und ich war sofort, ich habe es mit meiner Freundin geguckt und ich war so, ja, es juckt mich ja gar nicht. Das ist ja so langweilig. Ich habe wirklich so gesagt, ey, da hat mir die alte Bibi besser gefallen. Ja. Nächsten Tag kommt eine Story mit einem Text von Erich Fromm. Erich Fromm, wenn ihr es nicht wisst, ist ein sehr, sehr wichtiger Psychologe und Philosoph und nicht einfach. Erich Fromm ist keine einfache Kost. So. Ja. Und Bibi postet den und ich habe mich richtig in meinen Vorurteilen über Bibi ertappt gefühlt. Ah ja. Weil ich war so, ach ja, jetzt kommt er hier so ein bisschen veganes, ja, juckt mich nicht und dann bam, Erich Fromm. Ja. Und ich habe Bibi geschrieben, mein Gott, hat dir die Trennung gut getan. Ja. Aber ging leider nicht durch. Ja. Deswegen, ich bin bis jetzt sehr stolz auf Bibi. Wir verfolgen das weiter intensiv und nächste Woche mehr dazu. Das war nur die Kurzfassung. Sehr gut. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Dankeschön. Wenn ihr mit der Folge schon durch seid, ich und Falk machen gleich noch eine Plusfolge zu zweit. Genau, weil flexen wir beide. Guck mal. Das wird ein gutes Bild für das Cover. Okay, das ist schon. Das ist ein Geräusch, habe ich noch nie von dir gehört. Oh, doch, das einmal. So viel witziger, wenn man sie einmal gehört hat. Wir machen eine Plusfolge, ne, Ivi? Genau, wir machen eine Plusfolge. Auf Patreon. VMD kommt jetzt auch jeden Montag wieder raus. Hört ja, auch rein. Oh mein Gott, wir nehmen heute auf. Genau, heute kommt eine Folge. Heute kommt eine Folge. Ansonsten besucht Falk auf Tour, besucht mich bitte auf Tour. Ich habe noch in Berlin, ich mache jetzt nochmal ein bisschen besonders Promo, weil am 3. und 4.5., das werden wahrscheinlich die einzigen Termine dieses Jahr sein in Berlin. Deswegen, wenn ihr in Berlin seid und mein Solo sehen wollt. Wo spielst du, Ufer? Uferfabrik, genau. Und Falks Solo ist schon ausverkauft in Berlin. Habt ihr selber Pech, ne? So. Wir haben es euch zehnmal gesagt. So, wir haben es euch gesagt. Nee, jetzt muss ich auch mal selber... So, jetzt müsst ihr nämlich warten bis zum 16.11. Nee, stimmt nicht, der 14. 14.11. spiele ich mein Solo im Ritter Butzke, aber ich glaube, es gibt noch keine Tickets. Ich werde euch eh nerven damit. Genau. Alles gut. Alles klar. Dann komm gut nach Hause. Nehmen Sie mal die volle Kaution. Und Gott schütze das Internet. Ratatata. Verprügelt mit Punchlines.